Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei unserem wöchentlichen Format Marktupdate. Heute Indien. Wir schalten zu unserem WK-Wirtschaftsdelegierten Robert Luck nach Neu-Delhi und ich darf dich, lieber Robert, gleich einmal begrüßen. Servus, herzlich willkommen. Servus Robert, einen schönen guten Morgen nach Graz. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Euren Update. Uns freut es auch. Robert, Indien ist ja bei uns jetzt in den Schlagzeilen, aber leider nicht positiv besetzt, sondern mit dem wahnsinnigen Anstieg der Neuinfektionen, Corona-Neuinfektionen. Als wir vor 14 Tagen gesprochen haben, war die Zahl 150.000, 170.000 pro Tag. Jetzt sind wir durch die Decke geschossen bei fast 300.000. Bitte gib uns einmal einen Überblick. A, wie ist die Situation und B, was ist da passiert? Ja, sehr gerne, Robert. Tatsächlich ist die Corona-Situation in Indien sehr, sehr dramatisch im Augenblick. Also es gab gestern, wie du richtig gesagt hast, bereits über 300.000 Neuinfizierte an einem Tag. Das ist die zweite Welle, die hier Ende letzten Monats langsam also an Momentum gewonnen hat, und das hat also wirklich sich also jetzt wirklich in den letzten 14 Tagen, drei Wochen dramatisch zugespitzt. Das ist eigentlich wirklich also diese typische Situation einer Pandemie, wo also die in der letzten Phase die Infektionsrate exponentiell zunimmt. Es hat also ähnlich, man hat ein bisschen die Zügel schleifen lassen nach der ersten Welle. Es gab ja bekanntlich voriges Jahr beim Ausbruch der Corona-Pandemie gleich zu Beginn März 2020 einen kompletten Lockdown in Indien, der also fast 6 Wochen gedauert hat. Und es hat sich dann eigentlich im Laufe des Sommers und gegen Jahresende dann die Situation sehr, sehr stark beruhigt, während es bei uns in Europa dann langsam wieder hochgegangen ist. Man hat damals gesprochen, ja, Indien spielt da doch in einer anderen Liga. Erstens einmal sind die Todeszahlen nicht so hoch, weil das Durchschnittsalter der Bevölkerung wesentlich niedriger ist. Ja, Indien hat einer der jüngsten Bevölkerungen der ganzen Welt. Überhaupt sind die Inder immunisierter gegen Pandemien, die sind also so vielen Krankheiten ausgesetzt gewesen, so haben wir es halt besprochen. Bis es dann also jetzt im März wirklich wieder losgegangen ist, und das hat also wirklich, muss man sagen, die Regierung ein bisschen am falschen Fuß erwischt, obwohl also die Impfkampagne bereits voll eingesetzt hat. Indien ist ja selbst einer der größten Hersteller von Impfstoffen, und zwar von zwei Impfstoffen. Einerseits AstraZeneca wird also für im Serum Institute of India in Pune für den teilweise weltweiten Vertrieb, also dort erzeugt. 40% der AstraZeneca-Produktion kommt aus Indien, und der zweite ist Covaxin, eine eigene indische Impfstoffentwicklung gegen Corona. Von diesen beiden verfügbaren Dosen sind also derzeit 127 Millionen bereits verimpft worden. Aber bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 1,4 Milliarden Menschen, kann sich dir vorstellen, ist also wirklich noch ein weiter Weg. Indien wird also sicherlich den Weg des, also des wirklich verstärkten der verstärkten und der konzentrierten Impfkampagne auf jeden Fall fortsetzen, zu einem gesamten landesweiten Lockdown, wie es es im voriges Jahr gegeben hat, wird es sicher nicht kommen, weil man einfach der Ansicht ist, dass die wirtschaftlichen Folgen weitaus dramatischer und schlimmer werden als die gesundheitlichen. Robert, Indien ist ja immerhin auch die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Entsprechend viel Geschäftstätigkeit gibt es ja auch von österreichischen Unternehmen in Indien oder Bezug von Waren aus Indien. Wie schaut es aus, wenn jetzt österreichische Unternehmer
zu Geschäftsterminen nach Indien wollen, wenn Montagemannschaften hinüber wollen, geht das? Und B, wollen Geschäftspartner überhaupt ausländische Wirtschaftstreibende treffen, selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, einreisetechnisch möglich wäre? Ja, erste Frage, ja, es geht, obwohl also der internationale Flugverkehr von und nach Indien offiziell eingestellt ist, aber es gibt eigentlich seit Ausbruch der Krise diese Bubbleflüge, heißt das, also diese Sonderflüge. Man kann nach Indien fliegen, Touristenvisa werden keine ausgestellt, derzeit gilt eine generelle Visapflicht für Indien, aber Businessvisa schon. Die in begründeten Fällen, du hast das eine Montage erwähnt, das ist ein typischer Fall, auch problemlos von der indischen Botschaft in Wien ausgestellt werden. Es sind natürlich bei der Einreise entsprechende, die ganzen Auflagen zu befolgen. Es ist jetzt teilweise so, aufgrund dieser jüngsten Entwicklungen, es gilt also für in einigen Städten, wie zum Beispiel in Mumbai und Bangalore, eine 14-tägige Quarantänepflicht. Unter bestimmten Umständen kann man sich dann nach einer Woche freitesten lassen, nämlich wenn man nur 14 Tage im Land bleibt. Aber diese Bestimmungen müssen natürlich eingehalten werden. Man muss sich also vorher registrieren. Negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden bei der Abreise eingeholt werden muss, also in diesem Zeitraum. Das heißt, das ist möglich. Ansonsten muss man sagen, ist natürlich dass die Bereitschaft von konventionellen Geschäftsreisen nach Indien zu kommen, derzeit eher eingeschränkt. Nicht? Also wir haben seit Beginn des Jahres bereits also 9 Veranstaltungen hinter uns gebracht. Gerade gestern jetzt hatten wir einen zweitägigen Austria-Showcase zum Thema Zulieferungen an die Automobilindustrie. Das haben wir, so wie alle anderen Veranstaltungen, auch zu 100% digital abgewickelt. Das ist sehr, sehr gut gegangen. Also hier geht es also wirklich um Geschäftsentwicklung, dass das funktioniert und das wird es auch in absehbarer Zeit so bleiben. Vielen Dank. Vielleicht für Sie, geschätzte Zuseher. Wir haben jetzt die E-Mail-Adresse des AC Neu Delhi in den Chat gestellt. Sie finden dort alle aktuellen Regelungen, was Einreise betrifft, Corona-Situation betrifft, aber natürlich auch die Veranstaltungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, virtueller Natur oder was geplant ist in nächster Zeit, also in nächster oder in übernächster Zeit auch physisch. Vielleicht darf ich mich da jetzt auch gleich bei Ihnen entschuldigen. Wir haben ein bisschen technische Probleme mit dem WLAN hinüber nach Indien. Also wir haben da Verzögerungen herinnen. Wir hören dich teilweise nicht gleichzeitig mit dem Bild, lieber Robert, aber wir können es jetzt eh nicht ändern, aber vielleicht nur einmal kurz erwähnt. Lieber Robert, viele Länder haben natürlich auch jetzt einen Post-Corona-Plan, ein Recovery-Programm aufgelegt oder sind gerade dabei, es zu entwickeln. Gibt es so etwas Ähnliches für Indien? Gibt es irgendwelche Initiativen, wo wir sagen, für uns Europäer, für uns Österreicher, wäre es interessant, hier auf einen Zug aufzuspringen, der vielleicht jetzt an Fahrt aufnimmt? Ja, es gibt ein Comeback-Programm der indischen Regierung. Allerdings muss man das ein bisschen differenziert sehen. Dieses Comeback-Programm wurde im vorigen Mai bereits vorgestellt und das heißt also selbstständiges Indien. Mhm. Ein Konjunkturförderungsprogramm offiziell, also in einer Höhe von wirklich also das beeindruckenden, umgerechnet 230 Milliarden Euro, das sind ca. 10% des indischen BIP. Aber der Großteil dieses Pakets hat eigentlich Liquiditätssicherungsmaßnahmen der indischen Zentralbank für die Geschäftsbanken, denen es ja teilweise nicht sehr gut geht. 40% der indischen Banken sind verstaatlicht aus offensichtlichen Gründen. Das waren die einen Förderungen, das andere waren also Steuerstundungen.
Es hat also zusätzliche Haushaltsaufgaben, die, also wirklich, die man also unter Konjunkturförderung einordnen kann. Das waren dann also nur knapp 1% des BIP. Da wurden also zur Verfügung gestellt 18,6 Milliarden Dollar Mittelzuweisungen für die Modernisierung der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie. Sind also teilweise schon die Mittel geflossen. Ansonsten muss man sagen, ist diese Initiative Selbstständiges Indien hat auch doch einige protektionistische Elemente. Es werden also teilweise Zölle angehoben und man versucht also sozusagen mit die Industrie zu schützen und den Industriestandort Indien auszubauen. Eben auch mit sehr vielen Initiativen, Investitionsförderungsmaßnahmen zur Standortförderung von Indien. Es wurde also teilweise zum Beispiel der Versicherungssektor liberalisiert, ist jetzt zugänglich für ausländische Investoren. Es gibt Investitionsförderbeiträge für potenzielle Investoren, die Haushaltsgeräte produzieren. Das sind also verschiedene Maßnahmen, die also die industrielle Basis Indiens verbessern sollen. Das ist an und für sich nichts Neues. Also zu Beginn der jetzigen Regierung, die seit 2014 im Amt ist, gab es also diese Make in India-Kampagne. Also das war wirklich eine reine Standortförderungskampagne und da wurde man gesagt, man muss also die industrielle Basis von 15% auf 22% des BIP hochschrauben, so ein bisschen nach dem Vorbild Chinas. Und das ist jetzt sozusagen das Nachfolgeprogramm. Allerdings ist man also mittlerweile drauf gekommen, industrielle Basis und Standortförderung kann ich nur da machen, wenn auch die Infrastruktur entsprechend vorhanden ist. Das ist nur ein Beispiel zu sagen, es gibt noch immer sehr, sehr viel Stromausfälle in Indien. Die Arbeitsgebergesetze sind relativ kompliziert und da sind schon einige Dinge passiert, die Standortförderungsversicht, also die dort zu Verbesserungen geführt haben. Beispielsweise auch die Einführung der Mehrwertsteuer, die einen doch ein bisschen in Richtung geht in Vereinfachung des Steuersystems, das relativ kompliziert wird. Robert, ein oder vielleicht das Megathema, das globale Megathema ist ja Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Also die Europäer stecken Milliarden rein. Biden hat jetzt gerade verkündet, er will hier den Lead übernehmen. Wir Österreicher haben ja diesbezüglich sehr, sehr gute Technologie, mit der wir ja weltweit auch erfolgreich sind. Ist das auch ein Thema schon in Indien, dass man hier investiert, dass wir hier vielleicht zum Zug kommen könnten? Ja, in Indien bekennt sich zu den Klimazielen des Pariser Abkommens, ist also immer dabei und man investiert also auch in alternative Energien, Windenergien, Solar ist ein ganz großes Thema, aber auch im automotiven Bereich. Es geht, wir haben also, um also ganz kurz zurückzukommen auf unsere gestrigen Austria-Show des Automotive, da ging es also auch darum, dass beispielsweise Indien bis 2025 alle Dreiradfahrzeuge, das sind also die berühmten Rikschas, elektrisch betrieben sein sollen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber man arbeitet zumindest auch an alternativen Antriebssystemen, für PKWs, klarerweise. Es ist ein großes österreichisches Unternehmen, ist mit einem indischen Produzenten, LKW-Erzeuger, in Lizenzverhandlungen zum ersten batteriebetriebenen LKW in Indien. Aber es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, weil es fehlt natürlich auch noch die Infrastruktur. Aber Chancen gibt es. Das ist überhaupt keine Frage für österreichische Unternehmen. Wir haben also in dieser Richtung auch einige für diejenigen Zuhörer, die also aus dem Bereich kommen. Sei es jetzt Energie, Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft auch. Das sind also ganz große
große Themen, auch Modernisierung von Kohlekraftwerken, da gibt es sehr, sehr gute Chancen. Okay. Vielleicht auch eine Chance, würde mich interessieren, deine Einschätzung dazu. Wir sehen, dass europäische Firmen, teilweise auch asiatische Firmen, schon mehr und mehr aus China abwandern oder zumindest alternative Standorte in Asien suchen, bedingt einerseits aufgrund der Lohnkosten, aber auch die Sanktionen oder sagen wir mal der Handelsstreit zwischen China und USA. Man hat ein bisschen die Sorge, dass man da irgendwie zum Handkuss kommt. Und wir sehen halt Entwicklungen, dass man in Richtung Vietnam, Bangladesch, je nach Branche, weiter wandert, Alternativen sucht. Südkoreanische Konzerne ziehen Produktion aus China ab. Inwieweit profitiert Indien davon? Kann man das schon abschätzen? Ja, das ist jetzt fast eine politische Frage. Es hat sich natürlich dieser Handelsflug USA-China seit es einen neuen Präsidenten in den USA gibt, hat sich das vielleicht ein bisschen entspannte Lage. Aber ja, es gibt, da waren ja sonst noch österreichische Unternehmen darunter, die sich für Indien als alternativen Standort zu China interessieren. Sonst, also die Investitionszahlen noch von Auslandsinvestitionen nach Indien, das hat sich also in die Höhe gegangen in den letzten 12 Monaten, trotz Corona, muss man sagen. Ist ja aber nicht alleine also auf diesen Konflikt zurückzuführen, sondern weil Indien einfach ein riesiger Inlandsmarkt ist und sicher sind, so gesehen, also schon alleine hochinteressant ist. Aber natürlich, Indien China kann man ansonsten nicht direkt vergleichen. Du hast gesagt, das ist richtig, Indien ist die fünfte oder sechstgrößte Wirtschaftsmacht. Es kommt darauf an, welches BIP man also hier zum Vergleich heranzieht. China ist aber Nummer zwei, aber man kann sagen, generell, also ungefähr gleich großer Bevölkerung, China und Indien haben also fast gleich viel, also von der Bevölkerungszahl sind sie also gleich, aber von der Wirtschaftskraft macht Indien circa ein Fünftel Chinas aus. Und das relativiert natürlich schon das Ganze, aber trotzdem, das Interesse ist in den letzten Monaten gestiegen, das muss man sagen. Lieber Robert, ich würde mich ja gerne mit dir noch weitaus länger unterhalten, aber das Format sieht einmal 15 Minuten plus ein paar Minuten vor. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Ich glaube, ich darf zusammenfassen. Indien, ein wahrscheinlich schwieriger Markt, oder streichen wir das wahrscheinlich raus, ein schwieriger Markt, aber ein zukunftsträchtiger, potenzieller Inlandsmarkt mit einer sehr, sehr großen Bevölkerung und einem BIP, wie du sagst, ein Fünftel von China, also wirklich Potenzial. Ich gehe auch davon aus, dass in Zukunft sich in Indien einiges tun wird. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sitzt man im Zug, wenn ich das vielleicht so zusammenfassen darf. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, lieber Robert. Hoffe, dich bald wieder mal auch persönlich zu treffen. Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und darf noch einmal darauf verweisen, Sie finden im Chat die ganzen Kontaktdaten des Außenwirtschaftscenters und des Wirtschaftsdelegierten Robert Luck. Kontaktieren Sie ihn direkt, nutzen Sie die Chancen, die sich in diesem Markt auftun. Und ich darf dann noch darauf verweisen, dass wir nächsten Donnerstag nach Istanbul schalten und uns die Situation in der Türkei anschauen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke dir, Robert, auch noch einmal vielmals. Danke. Wiedersehen. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns virtuell in Indien an unsere Zuschauer. Okay. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.